Kobold-Machtkämpfe faszinieren mich. Du hast die Waffe also geholt? Wir können ohne Angst in Frieden leben? Ja. Alles erledigt, und zwar ohne Gewalt. Zum größten Teil. Ich bin erleichtert. Für deine kobolditären Bemühungen darfst du die verfluchte Waffe behalten. Vielen Dank, Abenteurer. So, jetzt haben wir noch hier die Claptrap-Geschichte. Ich glaube, dann ist das Gebiet, was am Anfang so richtig groß wirkte, jedenfalls von den Quests her fertig. Ich habe leider wieder ein paar der Glückswürfe nicht gefunden. Ich muss auch sagen, dass ich bei Borderlands manche Sachen, wenn da nicht manchmal im Koop-Spiel jemand dabei gewesen wäre, der genau wusste, wo die Sachen waren, wäre ich dann nie drauf gekommen, wo die lagen. Das Komische ist, in anderen Spielen bin ich besser, die Secrets zu finden. Wobei das ja jetzt Secret in Anführungszeichen. Deine Lehrstelle heimlich an jemand anderen untervergeben, nicht wahr? Dafür reißt die Schmiedegilde mir den Kopf ab. Einen unserer Köpfe zumindest. Yes, Meister Tonhammer! Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich habe mir nur bei Kleinigkeiten helfen lassen. Du weißt ja, dass ich die Werkzeuge im oberen Regal nicht erreiche. Die echte Arbeit habe ich ganz allein gemacht. Na gut, dann zeig mir mal deine echte Arbeit. Mit Vergnügen! Leer! Duda! Drapiere meine Werke auf der Puppe, auf das Meister Tonhammer sie bestaunen möge! Ha, siehst du, Meister? Ich sagte doch, dass ich das hinkriege! Sieh dir diese Schönheiten an! Oh, kunstvolle Arbeit, Lehrling! Sie tragen die Handschrift eines Meisters! Dieses Meisters, um genau zu sein! Ich habe sie geschaffen! Ich hämmere dich und deinen diebischen Freund zu blutigen Blutpfannen! Können wir nicht darüber reden? Ein richtiger Kreiseficker! Geh auf die Augen! Die Stärke des Feindes schwindet dahin! Ich werde meinen Eid halten! Mich hämmern! Ha, bitte! Das haben schon bessere versucht! Was hast du getan? Du hast den Meister der Spiele umgebracht! Oder wie wäre ein Du kriegst von dem Schmiedetypen ein 280er Epic. Hammer. Und von der Quest her kriegst du, wo ist er? Das Abenteuer ruft! Das war nicht die 270er Gräbe. Irgendwo. Es war auf jeden Fall niedrigstufiger. Grabschlossgewänder des gezahnten Kiefers. Das ist aus unerklärlichen Gründen gesichert. Weiter war mein Schatz. Der Arme.
Danke, Daddy. Yes, Daddy. Für das Feedback. Und für den langen Text. Ja, es gibt so ein paar Streamerinnen, die, OMG, perfekt. So heiß. Komm zu mir zurück. Auf Basis der Sexualisierung, eine gewisse Klientel ansprechen und dadurch auch eine gewisse Anzahl an Zuschauern generieren. Das ist aber nicht verwerflich, weil wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, würde ich das wahrscheinlich genauso machen. Da würde ich ordentlich die... die Schlüpfen springen lassen. Perfekt! Beeil dich und bring mir das Blei. Na? Weg mit dir. Guten Tag, Pyrologe. So, wir haben jetzt das Metall. Bei Belvedere sind wir auch fertig. Aber ohne Kack, dann sieht man hier sowas. Da oben liegt eine Schriftrolle drauf. Oder das irgendwas... Also will ich noch irgendwas mit den komischen Säulen zu tun. Dass es vielleicht später noch ein Durchgang kommt. Ich dachte, vielleicht gibt's ja schon einen. Dann reden wir mal mit der Influencerin. Die ist ja glücklich, dass wir ihr Abbild überall reingeschlagen haben. Du lässt mich vor meinen Fans heiß aussehen und ich helfe dir vor deinen Fans heiß auszusehen, falls du welche hast. Gib mir was Schönes zum Anziehen. Wieder im Rennen. Wir werden ja sehen, wer der wahre Alchemist von uns ist, Brüder. Deine Bezahlung. Ich suche die Wahrheit zwischen Materie und Mythos. Meine Brüder denken, dass sie besonders schlau sind. Und das sind sie auch. Ich glaube an gesunde Rivalitäten, nicht an persönliche Angriffe. Oh, danke für deinen Stufe 1 Sub, Daddy. Wobei, yes, Daddy schon... ordentlicher Nick ist, ey. Vielen Dank für deinen Stufe 1 Sub. Dieser Schrein ist dem Gott Tischios geweiht, dem Schutzpatron des strammen Gehens. Da war ich ja auch drin. Guten Abend, Sandra. Ich bin übrigens gerade noch ein bisschen irritiert, weil es muss ja noch ein viertes Siegel geben, was ja irgendwo auch hier in der Welt ist. Und ich habe keine Ahnung, wo es sich versteckt am Anfang. Da unten war ich nie in dem Bereich. Da ist aber bestimmt eine Absperrung dazwischen.
da war ich noch gar nicht drin. Da ist das letzte Teil drin. Das Verlust verströmt starke, in mir ist ein Scheinteil-Vibes. Zu mir! Ich pack auf hier rum! Wie ich es dir beigebracht habe! Ich tue mich schwer mit Namen und deshalb hast du dich Hey Daddy genannt. Was für ein der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Hoffen wir mal, dass der Name bleibt, also beziehungsweise, dass das so okay ist auch langfristig. Twitch hat ja ein paar Richtlinien für die Namen und ich weiß nicht, ob Hey Daddy in einem sexuellen Kontext gesehen wird. Endlich! Da seid ihr ja! Deshalb, aber selbst wenn, man kann ja auf Twitch seinen Namen ändern, alle 60 Tage, alle 30 Tage oder alle 90 Tage. Ich hab's ja noch nie gemacht, aber naja, irgendwie so. Also selbst wenn irgendwann mal ein Admin meinen würde, dass der Name nicht so cool ist, ist das ja nichts Schlimmes. Ich würde Tiny Tina zur Bundeskanzlerin wählen, weil sie eine klare Linie fährt. Ich finde, sie ändert die Regeln schon ziemlich. Was aber dazu führt, dass sie eigentlich eine gute Politikerin wäre. Sie würde dir ganz explizit sagen, wo die Brennpunkte sind. Hier, fang! So macht man seinen Gegner fertig. Wir hatten. Wohin soll ich mich wenden? Mörder? Sünden? Webbeln? Oder in die andere Richtung? Ziehen wir es nicht in die Länge. Ich stelle mir die Verhandlung sehr lustig mit ihr vor. Hoffentlich hast du Frieden geschlossen. Naja. Oh. Ich musste heute wieder Sachen lesen. Da glaubst du, denkst einfach, die Menschen haben jeglichen Verstand verloren, ey. Ich spreche Daddy ganz normal aus. Nee, heute wieder, dass irgendwie die Partei, die angeblich keiner wählt, und wenn sie jemand wählt, eine doofe Scheiße schreibt. Ja, genau wie wir es geübt haben. Die werden wir damit, dass ja die russische Ukraine-Invasion ein abgekartetes Spiel ist, was die Baerbock mit dem Präsidenten von der Ukraine ausgekühlt haben, damit wir die Umweltziele schneller umsetzen. Wo du einfach nur denkst,
Wie bescheuert müssen eigentlich Menschen sein, dass sie sowas glauben? Also allein so dieser Grundgedanke insgesamt. Du siehst aus, als wärst du den Ärger wert. Das ist irgendwie schon so ein bisschen Verschwörungstheoretiker. Da kannst du lieber auf dem Viper-Cut draufknallen, dass Echsenmenschen rumrennen. Sechzehn Jahre Merkel-Echse sind genug. Ist schon okay, wenn du ein bisschen lächerlich bist manchmal. Ich hab ja nichts gesagt. Echsenmenschen werden nicht überlegen, weil sie natürlich erstmal warten, bis die globale Erwärmung weit genug durch ist, damit die auch rund um die Uhr sich bewegen. Weil wenn es sehr kalt wird, haben die zu wenig Energie als Kaltblüter. Eimerkopf, der gibt mir doch bestimmt einen Eimerhelm. Ach nee, es gibt keine Helme. Ein Schreinteil! Das ist das letzte Teil für den Schrein von Cynthia! Juhu! Dieses Schreinteil gehört dir allein. Lass dir nichts anderes einfallen. Ich muss mich nur zum Schrein zurückfinden. Irritierend, die Brücke ist nämlich nicht als Weg markiert auf der Karte. Wenn du seinen Schrein wiederherstellst, wird Zischius zweifellos deiner Schrittgeschwindigkeit auf die Sprünge helfen. Zischius, der Schutzpatron des strammen Gehens. Des strammen Gehens. Wenn die Echsenmenschen nicht gendern und anderen Unsinn machen, dann sind sie herzlich willkommen. Verleiht dir bei deinen Streifzügen durch die Wonderlands eine schnellere Fortbewegungsgeschwindigkeit. Oh krass, das ist ja cool. Der Schrein lohnt sich ja sogar wirklich. Und schmutziger Geschichten aus der Promi-Welt der Untoten. Aber ein Eintrag springt euch ins Auge. Er besagt, dass in der Flockengrotte ein legendäres Fliegedings gefunden wurde. Ich denke mal, da ist wieder ein Teil drin. Des Feindes schwindet dahin. Das kann ich gut gebrauchen. Also mein Charakter denkt nicht mehr als andere. Ein großer Kopf steht ja nicht für viel Denken. Was will ich denn heute Schurken erschlagen? Ein Schurken und
unserer Mitte. Aber seine Schönheit ist gut. Das Abenteuer ruft! Irgendwo. Naja, bin ich so überzeugt von der Sniper. Achso, das war auch ein Badass-Pirat. Eine unglaubliche. Der ist aber ein bisschen mehr aufgehalten. Ach, der Hund steht schon wieder einfach nur in der Gegend rum. Na komm, leg dich hin. Ja, ich weiß. Ich weiß, das Husten ist doof. Wenn ich könnte, würde ich in den Hals reingreifen und einölen. Aber geht leider nicht. Das geschieht dir recht. Stresst mich nicht. Hat schön getanzt, die Krabbe. Ach, dämliche Koralle. Kann ich dich im Nahkampf rausholen? Ja. Für deine Größe bist du erstaunlich tödlich. Hat ja inzwischen auch gut Punkte bekommen, meine kleine. Mein kleiner Wyvern. Begleiter. Gold! Sogar mein erster goldener Gegenstand, den ich aufsammle. 13% Resistenz gegen Kälte. Gibt eine Geduld der Wildnis. Verzaubert. Solange der Action-Skill aktiv ist, wird der Blitzschaden um 20% erhöht. Erhöht den Gefährtenschaden um 25%. Einzigartige Runenfähigkeiten werden von allen Spielern, die einen Runenschutz tragen, geteilt. Jetzt geht's los. Kann der Wyvern wachsen? Nein. Glaube ich. Ne, der Wyvern bleibt immer gleich groß. Du brauchst ein Holzgesicht, wenn ich mit dir fertig bin. Das Böse wird niemals siegen. Niemals siegen.
Gute Nacht, Grummler. Schlaf gut. Und bis morgen vielleicht. Jetzt, wo ich ein Goldschild habe, werde ich das wahrscheinlich nie wieder ablegen. Erst in 20 Level würde ich dann sagen, okay, jetzt ist selbst das grüne Schild besser als das Goldschild. Wie Captain Swallow. Heute wirst du fallen, das schwöre ich. Nur Staub soll übrig sein. Sie wird wahrscheinlich alles Swallow. Ja, loot-technisch war es das da auch schon. Schusswaffen-Handling erhöhen. Wyvern macht auf Endstufe einen Zerstörungsstrahl wie Godzilla. Da habe ich letzten Asiatin gesagt, dass ich auch Godzilla kenne und das fand die merkwürdig. Ein Schrein, wo ich einfach denke, Godzilla war doch hier auch damals erfolgreich. Ich habe die ganzen alten Dinger damals auf Tele 5 geguckt. Da lief er eh. Tele 5, als ich noch Fernsehen geguckt habe, war einfach der beste Sender. Versperrt euch den Weg. Eure Quest verzögert sich, bis ihr einen Weg daran vorbeigefunden habt. Düm, düm, düm. Hey, du da. Hey, du da. Hilf mir im Namen der Forschung. Vimark benötigt Hilfe, um die wirklich echte Wissenschaft der Alchemie voranzutreiben. Wie ich sehe, blockiert giftiger Seetang deinen Weg. Normalerweise kein Problem, wenn man darüber hinwegschwimmen kann. Zum Glück bin ich der weltbeste Alchemist. Zumindest der beste in meiner Familie. Meine Meeresalgenlösung ist die Lösung. Sie lässt sie schmelzen. Dann gib mir sie. Wenn du einige meiner Brüder siehst, hilf ihnen. Das haben sie nötig. Statt zu schmelzen, verwandelt sich der Seetang zu Stein! Ja, doof gelaufen. Er ist zu Stein geworden. Verdammt und zugenäht! Die Lösung ist noch nicht bereit. Ich brauche reine Rotzessenz. Du findest sie in einer Höhle in der Nähe. Hey! Hey du! Ja, ich rede mit dir! Ich, die magische Bohne! Kein Grund, sich aufzuregen! Ah! Ich könnte deine Hilfe gebrauchen! Hilfst du den Hilflosen? Bohnenstange in Gefahr! Also, dann treibe ich so im Ozean rum, genieße die Meeresluft und so, und was passiert? Der Ozean fliegt einfach in die Luft! Und jetzt sitze ich hier draußen fest und backe in der Sonne wie eine... Okay, ja, wie eine gebackene Bohne. Aber hey, wenn du mir was Gutes tun willst, pflanz mich irgendwo ein. Pflanz sie ein. Wuhu! Meine Güte, habe ich ein Glück, dass du gekommen bist. Ich dachte, um mich wäre es geschehen. Und jetzt lass uns einen schöneren Ort finden, wo ich,
sprießen kann. Mein Gott. Dann sprieße hier, Bohne. Die Stadt da drüben scheint ein sehr schöner Ort zu sein, um Wurzeln zu schlagen. Könntest du mich wohl in diese Richtung schnipsen? Ich wäre dir sehr dankbar. Oh mein Gott. Die verdammte Stadt ist von einer riesigen Bohnenstange hochgehoben worden. Normalerweise fände ich das klasse. Aber dann bin ich hergekommen, um nach dem frischen Laub zu sehen. Denn sowas liebe ich. Aber hier oben sind richtig böse Pflanzen, Mann. Richtig böse. Sie greifen die Stadtbewohner an. Hilf mir mal. Das Spiel ist einfach so kaputt.